So, meine Damen und Herren, guten Tag. Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir üben NRW. Wir lassen mal kurz dieses Auto hier durchfahren. Und ja, heute ist Freitag sogar, der 3. Dezember. Wir haben es gerade 14.07 Uhr. Ne, 14.17 Uhr, tut mir leid. Und wir stehen hier an einer wunderbaren Blinklichtanlage, wie man es sehen kann. Sogar mit Wecker. Die kann man tatsächlich auch sehen. Und zwar dort. Nächstes Auto kommt durch. Und ja, hier hat sich Siemens auf jeden Fall fleißig ausgetobt, weil Siemens hatte hier mit den Lichtzeichen und sogar mit den Weckern, die hier zu zweit fungieren, sich quasi ausgetobt. Also alles ist von Siemens. Alter der Anlage kann ich jetzt nicht genau sagen, weil das Plättchen an dem Schalthäuschen fehlt. Warum auch immer. Und ansonsten ist hier nicht viel los. Der nächste Bahnübergang von links aus, also Bahnübergang von links aus gesehen, ist tatsächlich auch so ähnlich, also auch Blinklichtanlage. Der kommt auch noch, aber mehr will ich ja noch nicht sagen. Und der nächste Bahnhof, der wiederum kommt, ist Münster-Mecklenbeck. Und der nächste Bahnübergang, der in der rechten Richtung kommt, ist Rooksel. Und ja, hier in Mecklenbeck ist halt berüchtigt für den doppelten Penü, der tatsächlich auch mein Stativ fallen lässt. Also das wäre fast elendig aufs Maul geflogen. Gut, dass ich so gute Reflexe habe, aber der Wind ist mal wieder dran schuld. Und ja, jetzt kommen wir wieder zum Thema. Der doppelte BÜ steht hier in Mecklenbeck herum, der auch bald entfernt wird durch die Unterführung. Die sind sehr weit gekommen. Die haben schon alles fast fertig, bloß noch die Straßenmarkierung und die Freigabe, denke ich, fehlen. Und der Abbau der Anlage. Und ich bin heute ohne Begleitung, also mal wieder alleine. Ich wollte eigentlich heute, dass der Nils Dalting aka Pumpkin TV mitkommt. Aber er hat tatsächlich verpennt, also wortwörtlich verpennt, er hat halt geschlafen noch. Und so habe ich mich heute mal an diesem Tag alleine herbegeben. Ja, was hier halt durchfährt, RB 63 Münster-Coesfeld, stündlich Tatsache. Und ja, ich hätte mich auch tatsächlich viel besser hier drauf vorbereiten können, wenn ich den Fahrplan noch habe, den ich eigentlich runtergeladen habe, auch für offline verfügbar wäre. Aber Google meinte, yo, du hast den Fahrplan nicht. Kannst es mal kreuzweise. Also grob gesagt, ich habe den Fahrplan runtergeladen, aber Google will mir den nicht anzeigen. Da werde ich nochmal anderweitig irgendwie mich mal umschauen, ob ich den irgendwie ergattern kann. Und das Stativ wird hoffentlich jetzt gleich nicht versuchen, wieder umzufallen. Und ja. Und die RB 63, beide, einmal für Coesfeld, einmal für Münster, die treffen sich beide in Mecklenbeck. Also soweit ich weiß, weil wo ich gerade hier angekommen bin, ich bin von Mecklenbeck aus Bahnhof gelaufen, haben die sich am Bahnhof halt selbst getroffen. Und ja. Ich denke, dass diese Anlage Lokführer überwacht wird. Und ansonsten haben wir hier, wie gesagt, die drei geliebten Perspektiven zur Verfügung. Einmal die Straßenseite gegenüber und dann nochmal dieses Lichtzeichen in die Richtung und das hier für uns. Das ist das erste. Das heißt, dass ich erstmal hier filmen werde und dann nochmal, wartet. Dann werde ich gleich nochmal diese Lichtzeichen filmen, also mich da umstellen und dann nochmal von der anderen Seite. Aber ich muss sagen, der Wecker hört sich echt wunderschön an, ey. Hat Siemens echt gut gemacht. Und jetzt kommt er von Münster und fährt nach Coesfeld. Ja, das müssen wir umpositionieren, weil ich halt wie gesagt nicht weiß, wann der nächste kommt. Also bis gleich. So Leute, wir sind jetzt hier an der nächsten Pose. Der Zug sollte jeden Moment hier durchcruisen und die Anlage dementsprechend auch jeden Moment angehen. Und ja, danach dieser Pose hoffe ich noch schnell die andere auf der Straßenseite dazu bekommen. Vorher standen wir ja dort.
Und ja, es ist genau, lass mich gucken. 14.42 Uhr. Und vielleicht treffen die sich ja in Mecklenbeck. Also der Wecker, der hört sich tatsächlich stumpf an. Und jetzt kommen die Mütter wieder. Weil die tut zum Glück, dass die tun das Richtige und halten den nochmal auf, weil der wäre fast über die Schienen gelaufen. Und wenn gleich der Zug durch hätten, die Anlage ausgeht, heißt es direkt rüber, bevor der nächste kommt. So, wir sind jetzt hier an der letzten Pose angelangt und von der bin ich auch gekommen. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit, also ja, 2-3 Stunden auf jeden Fall. Und ja, mal schauen. Also nicht nur mal schauen, ich denke, ich werde tatsächlich noch den einen Wechselblinker, den man vorhin auch noch sehen konnte, der sich in dieser Richtung da befindet, aufnehmen. Und ja, der Zug kommt gleich, deshalb zeige ich euch nochmal, wo ich jetzt hin muss dann als nächstes. Dorthin. Und dann einfach links Ampel überqueren und das war's. Dementsprechend verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer BÜ-Fan NRW.